So, willkommen zu einem neuen Pokémon X und Y Wi-Fi Battle. Dieses Mal gegen Hugin Torino. Das ist der zweite Aufnahmeversuch. Vorher gab es einen DC auf seiner Seite. Nach 10 Minuten. Und ja. Beziehungsweise, ja, ich habe schon 10 Minuten aufgenommen. Die Aufnahme an sich war, glaube ich, vielleicht so 3 Minuten lang. Also war jetzt nicht so schlimm. Selben Leads-Fragezeichen. So, ja. Gut, wir machen dieselben Leads. Ist klar. Damit das Ganze auch nicht unfair ist, weil er hatte gut geleadet mit Capoeira und ich hatte mit meinem Tarnsteinleger geleadet, wo er natürlich jetzt weiß, dass es mein Tarnsteinleger ist. Also hat er hier einen kleinen Vorteil, aber ich weiß auch, ja, die Attacken seiner Pokémon, wo jetzt nicht wirklich Überraschungen dabei waren, aber. Naja. Ich mache hier aber genau denselben Switch wie eben. Auf Echnatol, weil. Bringt nichts. Ich will hier nichts anderes einstecken. Ja, da kommt der Mogelhieb, ist klar. Und auch dieses Mal gehe ich für den Abschlag. Und schlag wieder dem reinkommenden Pokémon etwas ab, denn. Ja. Ich hab schon gedacht, so, er hat zwei Pokémon, die er da reinschicken kann. Jetzt nicht mehr, er hat nur noch eins, weil Ninetales rausgeflogen ist. Also er hatte Ninetales dabei, dann habe ich ihm geschrieben, ja, es ist Oyu, wenn es Dürre hat und so, bla. Naja, so. Es kann jetzt natürlich Knirscher haben. Nichtsdestotrotz sollte ich es relativ gut wallen. Deswegen setze ich hier einfach mal Irrlicht ein. Scheiß drauf. Ich weiß, dass Impagator einen guten Angriff hat. Ich weiß, dass es über die Attacke Drachentanz verfügen kann. Aber ein verbranntes Impagator ist, denke ich mal, ganz gut. Ja, das Echnatol habt ihr auch noch nicht gesehen, ne? Mit Abschlag und hier. Okay, er wechselt. Oh. Jetzt. Ja. Das konnte er aber auch nur aus der Situation heraus machen. Das ist jetzt schon so ein bisschen. Das ist nicht ganz. Nicht ganz. Ja. Gut, was der hier macht. Denn natürlich ist es Adrenalin Luxtra. Ist, denke ich mal, klar. Und das macht mir jetzt natürlich deutlich mehr Schaden. Ich gehe trotzdem auf Bürde. Weil ich kann in ein Adrenalin Luxtra nichts reinswitchen. Und vielleicht prediktet er jetzt, dass ich auswechsel. Und geht genau deswegen auf Fassade oder sowas. Ach, natürlich. Wäre ziemlich riskant eigentlich. Aber ja! Oh mein Gott! Ja, erstmal hier 130er Bürde und weg mit dem Luxtra! Oh mein Gott! Genauso wollte ich das. Und ich denke selbst. Ja, es ist zwar ein speziell ausgelegtes. Echt na toll, aber was soll's? So. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Er hat jetzt sein Nachtara draußen. Und egal, was ich reinbringe, es wird erstmal vergiftet. Nichtsdestotrotz. Ja, ich gehe auf Absol, weil. Wenn er jetzt auf Wunschstrom geht, hat er ein kleines Problem, denn ich kann meinen Magiespiegel rausholen und
Ja, Erzwinger wirkt. Ja, hier kommt das Toxin. War klar, dass er hier auf Toxin geht, aber ja, was hätte ich sonst? Ja, draufgehen lassen können. So, Luxtra ist weg, ne? Und ich habe vergessen, hier Impergator aufzuschreiben. Impergator. Darf ich nicht vergessen. So, was ist bei ihm weg? Luxtra ist weg. So. Das heißt, worauf könnte er jetzt wechseln? Ich würde sagen, egal worauf er wechselt. Ein Knuddler will, glaube ich, nichts wirklich abbekommen. Okay, Stolos, aber ich könnte auch Flammenwurf haben. Capoeira, warum? Das war unnötig. Es ist ein Techniker-Capoeira wahrscheinlich. Noch nicht mal ein Bedroher-Capoeira, das heißt selbst dieser Switch. Der Switch hat nichts gebracht. Denn ja, der Knuddler ist ein One-Hit-KO. Ohne Volltreffer wäre das auch ein One-Hit-KO gewesen. Ganz ehrlich, ich hatte keinen Bedroher oder sonst was abbekommen. Ja, jetzt geht er ganz sicher auf Stolos. Das war mir schon klar, aber ich habe immer noch den Magiespiegel. Den muss ich, ja, im Hinterkopf behalten. Das ist wichtig. So. Worauf gehe ich jetzt? Ich weiß, dass es ein Mega-Stolos sein wird, aber ich kann gegen Stolos mit Absol nichts machen. Ich habe nämlich keinen Flammenwurf drauf. Ich gehe ja auf Echnatoll. Es wird ein Mega-Stolos sein, hundertprozentig. Na? Achso, hier, Capoeira ist auch weg. Das heißt, ich kann meine Tarnsteine theoretisch auslegen, ne? Oh Gott, der Eisenschädel. Der tut verdammt nochmal weh. Wow. Und der Filter ist weg. Das war gut. Der Filter ist jetzt nämlich weg. Und ich bekomme die Überreste. Sehr schön. Kann dieses Mega-Stolos jetzt verbrennen. Das Einzige, was jetzt mir noch reinfunken könnte, wäre Nachtara. Ich gehe trotzdem auf ihr Licht. Ja. Nachtara kommt rein, mit Synchro natürlich. Ja. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Na, ein verbranntes Nachtara ist immer noch gut. Meiner Meinung nach, weil... ja, so Attacken wie zum Beispiel... was für Attacken eigentlich... Ja, halt so nach Tara-Attacken, wisst ihr schon. Naja, jetzt habe ich zwei, ja, Pokémon, auf denen ein spezieller Zustand, sage ich jetzt einfach mal, lastet. Und das ist genau die richtige Zeit für mein kleines, aber feines Miltank. Denn da sind wir im letzten Kampf stehen geblieben. Miltank gegen Nachtara. Und eine Attacke hat er von mir noch nicht gesehen. Und dann möchte ich jetzt mal gucken, ob er... Nein, er geht raus. Worauf geht er? Auf Stolos. Ja, er erwartet wahrscheinlich immer noch die Verbrennung. Ich kann natürlich... hier nichts machen. Ich gehe trotzdem mal auf Vitalglocke. Einfach weil ich keine Lust habe auf die ganzen Hacks und so. Yay! Vitalglocke. Damit heile ich Verbrennung und Vergiftung von Absol. Ist das nicht schön? Und er bekommt Schaden. Durch meinen Beulenhelm. Und eigentlich... Nee.
ich gehe raus. Aber auf was? Ja, ich kann nämlich gegen diese Stolos nichts machen. Außer, ja. Eigentlich, ich könnte es eigentlich runterstallen. Er muss auswechseln. Ich kann jetzt Body Slam machen. Ich bin sogar schneller. Das macht zwar keinen Schaden. Er bekommt natürlich den Para-Hex. Die Donnerwelle. Oh. Jetzt sind wir beide paralysiert. Hat, ja, jetzt wenig Sinn gemacht. Für uns beide eigentlich. Ich habe nämlich die, ich habe ja noch die Vitalglocke. Das ist es ja gerade. Und ich habe auch noch das Milchgetränk, wodurch ich sowieso wieder geheilt werde. Und er kann nicht angreifen. Oh mein Gott, was ein Stall-Battle hier. Denn wir können eigentlich nicht wirklich was gegeneinander machen. Jetzt geht er raus. Auf was geht er? Auf Zwierlicht. Ja, auf Zwierklub. Natürlich auf Zwierklub. Und ich weiß jetzt nicht genau, was ich gegen Zwicklub machen kann. Habe ich irgendwas zum Reihenwechseln? Eigentlich nicht. Eine Vitalglocke wird sich jetzt auch noch nicht lohnen. Was mache ich? Eine schwere Entscheidung. Ich gehe sogar auf Echnatoll, oder? Ich habe ein forsches Echnatoll, das heißt, ich bin langsamer. Und zwei. Das ist jetzt echt eine schwere Situation. Ich muss was opfern. Das ist das Problem. Ich muss was opfern, um Echnatoll reinbekommen zu können. Oh mein Gott. Und ich muss Echnatoll reinbringen. Was opfer ich? Mehltank brauche ich noch. Fluch, okay. Ja, da war die Zeit vorbei. Zum Überlegen. War jetzt natürlich blöd. Aber wir haben gesehen, er macht Fluch. Und jetzt geht er wahrscheinlich auf den Leitteiler. Ja, ich würde sagen, er geht hier auf den Leitteiler. Deswegen gehe ich auf Echnatoll. Ich muss den Abschlag raufbekommen. Jetzt habe ich echt ein Problem. Ja, Leitteiler. Okay, über 50. Das ist jetzt gut. Ich bin immer noch über 50. Sehr schön. So muss das sein, weil so reicht ja die beste Attacke von Zwirklub nicht aus. Und ich kann den Abschlag machen. Und der Abschlag, jau. Nimmt jetzt natürlich den Evoliten. Abgangsbund. So einer bist du also. Ich gehe weiterhin für den Abschlag. Nicht, dass er hier. Okay, jetzt macht er Irrlicht. Das kann er ruhig machen.
Denn jetzt gehe ich auf Bürde und Bürde sollte stärker sein. Ja, besonders weil ich mehr Spezialangriff habe. Und ja, nach dem Schaden von Abschlag sollte Bürde auf jeden Fall ausreichen. So, Bürde. Da bin ich jetzt mal gespannt. Leiter leer ist schneller. Das war ein Speed-Tie. Nein. Bitte reich. Es reicht, okay. Gott sei Dank, es reicht. Was ist OU? Hä? So. Es sieht, denke ich mal, gut aus für mich im Moment. Moment, was ist denn alles gestorben bei ihm? Zwirklub ist... Ja, okay. Hat noch 3 Pokémon. Es steht 6-3. Das finde ich sehr gut. Oh, you, das... Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Egal, kannst du mir ja erklären. Ja. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ja, ich muss echt nur toll opfern. Es bringt nichts. Die Bürde macht ordentlich Schaden. Holy shit. So, jetzt bin ich gespannt. Reicht es? Boah, es wäre so episch, wenn ich überleben würde. 3 KP! Oh mein Gott, wie ich das feier. Und nochmal Bürde. Oh mein Gott. Stolos ist auch weg. Und für den Rest, okay. Natürlich, der Burn auf Impagator wäre jetzt sehr, sehr gut noch, aber nee. Muss nicht sein. Muss jetzt echt nicht sein. So, was hat er jetzt noch? Er hat noch Nachtara und Impagator. Und ich würde fast sagen, egal was er macht, er ruft Nachtara rein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ein Knuddler von einem Absol. Das ist ein Step-Knuddler. Reicht das für einen Nachtara? Es reicht nicht ganz. Okay. Wunschtraum. Für Impagator vermutlich. So, vielleicht überlebt er jetzt auch noch. Nein. Für ihn reicht es nicht ganz. Für mich, ja, 3 KP. Das war ganz schön. 3 KP nach dem Burn. Wow. Naja. Jetzt bin ich gespannt. Impagator. Also wer ist schneller? Impagator oder Absol nach der Mega-Entwicklung? Moment. Impagator. Da hatten wir es. Impagator. So. Impagator hat eine Base von 78. Ich habe ein frohes Absol, ne? Und Absol in der Mega-Entwicklung hat eine Base von 115. Holy shit. Das ist gut. Das heißt, ich kann einfach nochmal auf den Knuddler gehen. Und das wird ausreichen vielleicht sogar. Nee, nicht ganz, okay. Angriff sinkt, das ist auch stört und das ist gut. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt ist nämlich seine Initiative erhöht. Und der Wunschtraum. Oh! Ich muss nochmal Schaden machen. Tiefschlag. Das kann jetzt noch zu einem Sweep werden, ne? Impagator Sweep.
Okay. Er geht nicht nochmal auf Drachentanz. Zum Glück. Kaskade. Natürlich reicht es. Mega Absol ist nicht besonders. Ja. Ich hätte bis jetzt mal einen Drachentanz draußen. Natürlich kann er Aquajet haben. Nee, das sicherste, was ich machen kann, ist Rosarade. Rosarade sollte. Sollte den Fokusgurt tragen. Ich bin mir fast sicher, dass ich den Fokusgurt hatte. Ja, da kommt der Icy, wenn ich jetzt keinen Burn, keinen Freeze bekomme. Okay. Das war's. Ja. Wenn ich euch kann, wenn ich kann nicht mehr reden, also ich bin auch gerade krank, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ja, was ich sagen wollte, wenn euch der Kampf gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ja, bis dann und ciao.